Zum Start der Woche hat die Deutsche Bank mit ihrer überraschenden Ankündigung einer Kapitalerhöhung dann doch für Unmut und für Überraschung gesorgt. Nicht einmal 3 Jahre nach der jüngsten Kapitalerhöhung bittet man noch einmal die Anleger um Geld. In diesem Fall sind es 8 Milliarden. Das kam nicht gut an. Die Aktien verloren in der Spitze etwa 7%. Zum Tagesende hin wurde es ein bisschen weniger. Ja, wesentlich besser sieht's aus bei den Anlegern von Peugeot. Die freuen sich über die gelungene Übernahme der Traditionsmarke Opel. Die Peugeot-Aktien klettern heute knapp 4%. Der DAX irgendwo dazwischen bewegt sich eigentlich den ganzen Tag so gut wie nicht, bleibt unter 12.000 Punkten. Schauen wir kurz voraus. Morgen Dienstag, das sind die wichtigsten Termine. Zunächst einmal in der Früh um 8 gleich den Auftragseingang in der Industrie. Nach einem starken Vormonat erwarten wir jetzt dann doch irgendwo einen kleinen Rückgang überraschenderweise. Um 11 Uhr schauen wir in die Eurozone, und zwar das Bruttoinlandsprodukt für das 4. Quartal. Wir kriegen dann um 12 die OECD-Frühindikatoren, bevor es dann Richtung Amerika geht. Um 14.30 Uhr das Handelsbilanzsaldo. Und die Amerikaner machen wieder das, was sie schon immer gemacht haben. Sie geben mehr Geld aus, als sie einnehmen. Das heißt, das Defizit ist noch einmal größer geworden. Dann schauen wir auch den amerikanischen Einzelhändlern ein bisschen auf die Finger im sogenannten Redbook. Der Einzelhandelsumsatz war zuletzt leicht gestiegen, 0,7%. Dann bekommen wir noch Zahlen, das war aus der ersten Börsenreihe von Vonovia, außerdem von Brenntag und KWS Saat. Schönen Abend.